Vielen Dank für dieses tolle Lied aus Psalm 139. Und wenn wir uns das bewusst machen, wenn wir Psalm 139 lesen, dann macht es ja nur Sinn, positiv zu sein, wenn ein Vertrauensverhältnis zu Gott besteht. Sonst könnt ihr mal nachlesen, Psalm 139 auch sehr bedrohlich wirken, nach dem Motto Big Brother is watching you. Ich habe euch heute einen Satz mitgebracht, einen kleinen Satz, der genau in diese Richtung geht. Sozusagen eine kleine Anfrage von Jesus, die eine große Wirkung in deinem Leben auslösen kann. Das hoffe ich heute Morgen und ich hoffe, dass wir uns damit auseinandersetzen können, dass wir ein Stück weiterkommen und tiefer in die Beziehung mit Gott eintauchen. Darum soll es heute Morgen gehen und darum geht es eigentlich immer wieder im Gottesdienst. Und dieser kleine Satz, diese kleine Frage von Jesus heißt einfach, wo ist denn euer Vertrauen geblieben? Wo ist denn euer Vertrauen geblieben? Nun, einige von euch kennen meine Überzeugung mittlerweile, das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, dass wir in der Gemeinde und als Christen eigentlich gar nicht so viel vom Glauben reden sollen. Das sollte man eigentlich sogar fast ganz lassen. Weil das Wort Glauben im Deutschen alles Mögliche bedeutet, nur nicht das, was die Bibel damit meint. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Sondern dass wir stattdessen wirklich stringent und konsequent Vertrauen wählen sollten. Macht das mal, wenn ihr die Bibel lest und wenn ihr eine gute Hilfe braucht, dann kauft euch die Bibelübersetzung von Roland Werner, das Buch. Er ist der Einzige meines Wissens, der das bis jetzt gemacht hat, dass er das mehr oder weniger durchgehend wirklich so übersetzt. Anstatt Glaube, Vertrauen. Und das macht dann auch etwas mit uns, das macht etwas mit diesen Sätzen, wenn wir das ändern, weil es dann oft nicht mehr so sachlich und technisch wirkt, sondern wirklich um die Beziehung geht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Das ist das, was Gott von Anfang an auch im Sinn hatte, im Herzen hatte, wenn ihr den ersten Bericht in der Bibel lest, ganz am Anfang, die Schöpfungsgeschichte und die Erschaffung des Menschen, der Garten Eden. Da kommt Gott ja, und das steht ja da, dass er dort kommt, in der Kühle des Tages, da kommt er ja nicht, um die Liste abzuarbeiten, um Adam und Eva zu fragen, ob sie das Glaubensprojekt Garten Eden jetzt hier richtig an den Start bringen, um nachzufragen, ob sie alles richtig erledigt haben, alle Tiere jetzt Namen haben und so weiter, sondern er kommt, um vertrauensvollen Umgang zu pflegen. Und deswegen fragt er ja auch sofort, als Adam nicht da ist, was scheinbar sonst selbstverständlich war, dass Adam und Eva da waren und ihn vielleicht schon erwartet haben. Adam, wo bist du denn? Das war ungewöhnlich, dass diese vertrauensvolle Gemeinschaft nicht mehr da war. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass das auch den Hintergrund hatte, dass sie zerstört war. Dass Misstrauen eingezogen war. Und das, wenn wir genau hinschauen, genau das ist, was Satan in dieser Situation erreichen wollte. Mit diesem berühmten Satz, sollte Gott wirklich gesagt haben? Oder anders formuliert, meint er wirklich, dass ihr ihm vertrauen könnt? Meint er wirklich, dass Gott es so meint, wie er sagt? Meint er wirklich, dass er auf ihn Verlass ist mit dem, was er euch versprochen hat? Und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Und deswegen, auch das ist bis heute so geblieben, dass Gott auf der Suche ist. Die Western-Fans unter euch werden das jetzt kennen, Wanted, ja, da kommt dann das Bild von dem Schurken rein, aber heute machen wir keinen Schurken da rein, sondern wir suchen das, was Gott sucht, nämlich Vertrauen. Vertrauen. Wo ist denn euer Vertrauen geblieben? An die Bibelleser unter uns, wo steht dieser Satz? Welche Geschichte aus der Bibel? Wo hat Jesus das gesagt? Nur Mut. Wir wollen ja keine Liste abarbeiten. Ah, dahin werden schon die Wellen angedeutet, ganz genau. Die berühmte Sturmstillung von Jesus in Lukas 8. Habe ich euch den Text mal mitgebracht hier. Ich möchte jetzt nicht alles lesen, sondern kurz anreißen und dann auf den Schluss
den Fokus setzen. Jesus hatte eine große Menge Leute zu ihnen gepredigt und der Tag war voll und die Leute waren begeistert und so. Und das, sowas strengt ja auch an. Und deswegen hat er dann gesagt, lass uns rüberfahren über den See Genezareth ans andere Ufer und lass uns da neu starten, neu ein bisschen ausruhen, Kräfte sammeln. Und sie sind über den See gefahren. Das war ja nicht so wie, was weiß ich, der Beetsee oder so. Also das war schon was Größeres. Der See Genezareth liegt mehrere hundert Meter unterhalb des Meeresspiegels. Er hat steile Wände zum Teil rundherum und das bewirkt, dass die Winde dort so richtig ins Loch fallen und es dann wirklich diese schwersten Stürme gibt, die wirklich lebensgefährlich sind. Die Fischer, die ja zum Teil mit an Bord waren, also einige der Jünger waren ja Fischer, die kannten das, die anderen nicht so. Und es war schrecklich. Und Jesus schlief. Er war so fertig, dass er sich einfach hat schlafen gelegt. Und er wurde auch nicht wach von dem ganzen Theater. Hoch und runter, runter und hoch und Wasser im Boot und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, die Jünger oder einige, wahrscheinlich nicht die Fischer, die das gewohnt waren, die stürzen zu ihm hin und kommen mit einer Verzweiflung zu ihm. Wir kommen um, Meister. Und Jesus richtet sich auf, heißt es dort, und bedrohte oder wies den Sturm in seine Schranken, genauso wie die wogenden Wassermassen. Da kam alles zur Ruhe und es wurde ganz ruhig. Wir lesen das immer so, ne? So Geschichte kennen wir ja schon. Ne? Aber überlegt euch das mal, ja? Das ist nicht normal. Also ich meine, das ist eh nicht normal, aber das ist auch nicht normal, dass alles gleich ruhig wurde. Wenn die See bewegt ist, dann dauert es mindestens 5 bis 10 Minuten, bis sich alles beruhigt hat. Aber Jesus greift ein. Das war von einem Moment auf den anderen still. Nichts mehr. An Bedrohung, an Lärm. Und dann kommt dieser Satz, wo ist denn euer Vertrauen geblieben? Und nebenbei bemerkt, ich vertraue darauf, dass diese Geschichte tatsächlich passiert ist. Dass dieses Wunder passiert ist. Das ist keine Fabel-Lehrerzählung, um irgendeinen Gedanken zu verdeutlichen. Ich sage das deswegen, weil es auch mittlerweile in uns Freikirchen und im sogenannten evangelikalen Raum immer stärker diese wunderkritische Einstellung gibt. Dass man Dinge, übernatürliche Dinge nicht mehr akzeptiert. Dass man sagt, ja, das kann man ja so nicht sagen, das war ja so ein Beispiel oder sowas. Ja. Nee. Also den Jesus, den ich kenne, der hat Wunder getan. Der ist Gott. Und das haben die Jünger hier erlebt. Aber wir merken auch, dass es mit dem Vertrauen eben nicht so ganz einfach ist, auch für diese Gefährten von Jesus, die mit ihm unterwegs waren, noch nicht so lange, aber doch schon ein bisschen. Und wir merken, dass es auch einige Fragen gibt, dass nicht immer alles so easy und schick ist, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und wir lesen in der Bibel von vielen Menschen, die eben unterwegs waren und die gewachsen sind in leichten und in schweren Erfahrungen. Mit Gott. Und die dann mit Gott immer vertrauensvoller wurden in diesem Leben mit ihm. Zwei Beispiele, eins aus dem Boot, der Johannes, ja, der war ja mit da drin, der war auch mit seinem Bruder Jakobus da drin und diese beiden werden an einer anderen Stelle die Donnersöhne genannt. Boanerges. Und sie haben in dieser Situation, da waren sie unterwegs mit Jesus und wollten in einem Dorf ein Quartier haben und das Dorf hat gesagt, nö, geht mal weiter, nicht bei uns, wir wollen mit euch nichts. Da haben sie gesagt, Herr, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen und das Dorf ausradieren? Stellt euch das mal vor. Ja. Solche Halunken waren das, ja, die beiden. Und der Johannes, er ist schon... Während er mit Jesus hier auf der Erde lebt und dann aber später die Johannesbriefe, die Johannesoffenbarung, er ist der Apostel der Liebe geworden, der vertrauensvollen Liebe. Ja. Da ist etwas passiert mit ihm. Und das macht uns Mut. Oder
Zweites Beispiel, denkt an Paulus. Der war nicht mit dem Boot, der kam später dazu, also nicht zum Boot, sondern zum Glauben. Ja, er war eigentlich ein ganz anderer, er war ein Pharisäer durch und durch, er war ein Richtigtuer, er war ein Richtigwisser, er wusste alles, er war ausgebildet bis zum Anschlag. Ja. Summa cum laude in allen Disziplinen, er war unterwegs, um die Christen zu töten, um die Gemeinden zu zerstören und dachte, damit würde er Gott dienen. Und dann begegnet ihm Jesus unterwegs nach Damaskus, die Apostelgeschichte 9, und er merkt, ich verfolge nicht irgendwelche Christen, irgendwelche Menschen, sondern ich verfolge Gott. Ich bin es, den du verfolgst, sagt Jesus. Und er ist fertig mit der Welt. Ja. Er kann nichts mehr sehen, 3 Tage. Er isst nichts mehr die 3 Tage. Und dann braucht er den Dienst eines anderen Christen, damit er wieder gucken kann. Dann geht es erstmal weiter. Ja, er hat seinen Eifer immer noch. Er ist zwar jetzt mit Jesus unterwegs, aber er überzeugt die Juden, dass Jesus der Christus ist. Und es gibt ein Riesentheater, ja, an allen Orten, wo er auftritt. Jedes Mal gibt es Stress. Die Christen, denen steht da Schweiß auf der Stirn, wenn sie nur Paulus hören. Ja. Vorher war er ein Verfolger, jetzt ist er ein Stresser. Und dann merkt er, ist zwar jetzt mit Gott unterwegs, aber da fehlt irgendwie noch so der Schliff. Das Vertrauensvolle mit Gott unterwegs sein. Und dann passiert etwas, das steht nicht in der Apostelgeschichte, sondern nur im Galaterbrief, das schreibt Paulus selber, dass er 12 bis 14 Jahre in Arabien war danach. Wahrscheinlich hat ihn keiner mehr ausgehalten, das sind so Reisebrüder, die können nicht in einer Gemeinde bleiben, die müssen immer unterwegs sein. Ja. Aber trotzdem hat Paulus diese Zeit mit Gott gehabt. Und ich meine, 12 Jahre. Wer von euch ist schon 12 Jahre hier in der Gemeinde? Überlegt das mal. Und also ich meine jetzt nicht viel länger, sondern so ungefähr 12 Jahre. Dann habt ihr ein Gefühl, so lang war Paulus rausgenommen. Nichts groß mit Gemeindegründen und Missionsreisen, was hinterher alles kam. Gott kennenlernen, ihm vertrauen lernen und dann sein Werkzeug in einer besonderen Weise sein. Natürlich ist Paulus jemand Besonderes, gut, aber das Prinzip können wir verstehen und deswegen wollen wir heute mal schauen, wie wir Vertrauen bauen können, weil es wichtig ist und weil manche falsche Informationen auch dabei im Raum herumwabert sozusagen oder auch in unserem Herzen. Das Erste, ich habe immer versucht, so einen Satz, so einen Ausspruch vielleicht vorher zu bringen, der uns vielleicht manchmal bewegt. Manche sagen das vielleicht so, ich kann einfach nicht so vertrauen wie die Madita oder der Kurt. Ja, also wir gucken auf andere, gerade in der Gemeinde oder auch darüber hinaus und sagen, boah, nee, so wie der, das schaffe ich einfach nicht. Ja. Ich habe immer noch meine Zweifel und ich kriege es einfach nicht hin, mich Gott hinzugeben oder ihm das wirklich anzuvertrauen oder ihm in einer offenen Weise um Führung zu bitten. Ich habe immer noch mein eigenes Ding. Ich will die Fäden einfach nicht aus der Hand geben oder so. Ja. Und dann sollten wir uns bewusst machen, weil wir das manchmal übersehen, wir haben alle einen anderen Start und eine andere Geschichte, was das Vertrauen und die Fähigkeit des Vertrauens angeht. Das kann sehr entlasten und das soll es auch. Das, was eigentlich uns Ansporn sein könnte, dass ein anderer schon ein Stück weiter ist, dass er mehr vertrauen kann, das wird dann für uns zur Last oder zum Frust. Und wir fragen uns, warum hat es der andere scheinbar oder tatsächlich leichter? Warum gibt es auch in der Gemeinde vertrauensvolle Menschen und so misstrauische Knochen, wo man das so merkt, dass sie nicht vertrauen können, dass sie nicht loslassen können? Wir haben schon gesehen, dass es im Wort Gottes sehr verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Lebensläufen gibt. Und das Leben selbst lehrt uns auch, dass das so ist. Das Leben lehrt uns, dass unsere Prägungen und Erlebnisse kunterbunt sind, auch hier heute Morgen. Jeder von uns hat ein anderes Leben. Auf jeden von uns ist Gott in einer anderen Weise zugegangen und hat uns ganz persönlich in deinem Leben hat er dich erreicht. Und erreicht er dich.
Und so haben wir auch völlig unterschiedliche Fähigkeiten und Standorte, was das Vertrauen angeht, das Vertrauen können. Denken wir nur an unseren Start ins Leben, unsere Kindheitserfahrung. Ich bin nicht der Meinung, dass man da alles dranhängen soll und dass das überhöht wird. Aber Fakt ist, dass es eben auch eine Rolle spielt. Es ist doch ein Unterschied, ob jemand in oder ob du in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen bist, wo du dich auf deinen Vater und deine Mutter verlassen konntest, wo das, was man dir gesagt hat, auch passiert ist, wo du nach Hause kommen konntest und du warst, hast dich sicher gefühlt und geborgen, zu Hause war zu Hause und nicht ein Schreckensort. All diese Dinge, das ist doch klar, dass so jemand, wenn er zu Gott kommt, ein anderes Leben im Vertrauen führen kann, als jetzt mal das andere Extrem, jemand, der geistlichen, körperlichen oder psychischen Missbrauch erlebt hat, der ausgenutzt wurde, der sich auf nichts verlassen konnte, wenn er zu Hause war oder in den Bindungspersonen, die er hatte, der in Waisenhäusern aufgewachsen ist, in Pflegefamilien und immer ging es hin und her und auf nichts war Verlass. Das sind doch Unterschiede. Und die sollten wir auch wahrnehmen und zulassen. Und die Frage ist dann letztlich nur, gibt es bei mir eine Entwicklung? Bin ich bereit, weiterzugehen, zu wachsen oder bleibe ich stehen, stagniere ich da, wo ich bin? Der relativ bekannte Neurobiologe Gerald Hüther hat gesagt, ich zitiere das hier bei Samuel Koch in einer seiner Sendungen bei YouTube, man kann nichts dafür, was einem durch Gene und Umfeld mitgegeben wurde, aber man ist dennoch dafür verantwortlich, wie man damit umgeht und wie man auf das reagiert, was einem im Leben widerfährt. Oder anders gesagt, das Problem ist nicht das Problem, sondern das Problem ist, wie wir damit umgehen. Wie viel mehr als Christen, wie viel mehr als Kinder des Vaters im Himmel, mit dem wir zusammen diese Dinge angehen können. Aber ich denke, es ist erstmal gut, dass wir uns das eingestehen. Wir sind da ganz unterschiedlich und wir können geduldig sein, auch miteinander auf dem Weg, weil wir von dem anderen nicht das erwarten können und brauchen, was wir selbst leben und umgekehrt. Aber das Wichtigste ist deine Bereitschaft, Gottes Geist an dir arbeiten zu lassen. Das merkt man in der Bibel immer wieder. Der Geist, der sich sagen lässt, die Sprüche sind voll davon, Menschen, die sich etwas sagen lassen, oder anders wird einem geraten, Menschen, die sich nichts sagen lassen, da halt besser die Klappe. So realistisch ist das Wort Gottes, ja. Darum geht es, bereit zu sein, sich was sagen zu lassen von Gott und weiterzugehen. Und dazu gehört eben auch eine ehrliche Bestandsaufnahme. Und das wollen wir jetzt tun. Extra meine Stoppuhr hier mitgebracht. Und wir wollen eine Minute, tatsächlich eine Minute, ist ganz schön lang, darüber nachdenken, wer oder wo hast du Vertrauen erlebt? Oder auch vielleicht nicht. Aber dass du dir mal klar bist, was ist passiert? Eine Minute, ganz still.
Nimm einfach das, was dir jetzt klar geworden ist, wo du vielleicht Dinge hast Revue passieren lassen, dankbar geworden bist oder vielleicht auch etwas betrübt. Hauptsache eine ehrliche Bestandsaufnahme. Nimm es mit zum zweiten Schritt. Schauen, wie wir Vertrauen bauen. Das ist manchmal dann die Reaktion, dass wir, wenn wir es mit vor Jesus bringen oder mit Jesus anfangen zu leben, dann sagen, ich dachte, mit Jesus wäre das jetzt kein Problem mehr. Und jetzt schläft er. Ich dachte, mit Jesus, das wäre jetzt mit dem Vertrauen kein Problem mehr. Ist doch klar, ich meine, ich bin jetzt Christ und ich bin neu geboren und Kind des Vaters, ist doch, das muss doch fluppen mit dem Vertrauen. Das muss doch, das gehört doch dazu. Aber doch erleben wir immer wieder Situationen, wo wir denken, Jesus schläft. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, unser Unvermögen zu vertrauen verschwindet nicht einfach mit dem Neustart durch Gottes Geist. Das ist nicht so mit einem Schnipp und es ist vollkommenes Vertrauen da. 2. Korinther 5, Vers 17 macht uns deutlich, dass da natürlich was passiert ist, aber es sagt auch, was passiert ist. Wenn jemand mit Christus verbunden ist oder in Christus ist, wörtlich, also durch Jesus bestimmt ist, erlöst ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. In manchen Übersetzungen steht da, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden und wir kriegen schon wieder Stress, weil wir merken, bei mir ist eben nicht alles neu geworden. Wir haben dieses Vertrauen nicht, wir haben Sünden, die uns noch belasten, wir kommen im Alltag nicht klar oder wir hassen Leute und wollen uns nicht versöhnen und was weiß ich ja. Aber das steht da nicht, dass alles neu geworden ist, sondern da steht, es ist etwas Neues entstanden, es ist die Grundlage gelegt, dass etwas wachsen kann. Wie der Embryo. Wenn Samenzelle und Eizelle zusammenkommen und sich vereinen, dann ist alles drin, was du ausmachst. Es ist Wahnsinn. Ja? Was dann so wächst und deine Nase und deine Ohren, deine ganze Gestalt, deine Organe, dein Denken, alles steckt in diesem kleinen, winzigen, in dieser kleinen, winzigen Eizelle am Anfang drin. Und es will entfaltet werden. Und das ist der Punkt, auch für uns, ja. Wesentlich ist, dass wenn wir mit Gott anfangen zu leben, dass wir Gott weiter kennenlernen, dass wir ihn immer besser kennen. Denn das ist das ewige Leben, sagt Jesus in Johannes 17. Gott kennenzulernen. Und das läuft vor allen Dingen über Jesus, weil er die Offenbarung Gottes ist schlechthin. Interessant ist, dass die Schüler von Jesus, seine Gefährten hier im Boot, am Schluss, als dann alles still ist und diese Frage kommt, wo ist denn euer Vertrauen geblieben, dass sie erstmal gar nichts sagen, weil sie so perplex sind und dann diesen Ausspruch machen, wer ist dieser Mann eigentlich? Und das zeigt uns, dass, oder weist uns auf unser Problem, das wir oft haben, hin. Dass wir Gott noch nicht genau genug kennen und deswegen oft unser Vertrauen begrenzt ist. Dass wir ihm nicht zutrauen, dass das, was jetzt gerade passiert, auch noch in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Natürlich, so allgemein und überhaupt christlich gesehen und theologisch, klar. Aber so bei mir, in meinem Leben, das, was mir jetzt passiert, ist Gott wirklich zuständig? Kümmert er sich um mich? Sieht er mich? Das ist doch die Frage des Vertrauens. Und deswegen ist das so dieser Prozess. Und deswegen gehen wir auch zum dritten und letzten Schritt weiter im Schauen, wie wir Vertrauen bauen und machen uns oder vertiefen das nochmal mit dem Satz zunächst, ich dachte, beten reicht. So denken wir oft als Christen. Ich dachte, beten reicht. Aber Christsein hat etwas mit praktischem Leben zu tun, mit Umsetzung, mit Training, mit Einüben von Dingen. Boah, das ist ja lästig. Aber es ist so. Es gibt so manche Bücher über geistliches Leben, ganz alte und auch neue, die dann wieder die alten zitieren, ja, wo es um sogenannte geistliche Übungen geht. Wie Stille über längere Zeit und Bibelverse auswendig lernen, natürlich Bibel lesen, beten mit Gott, fasten und alles Mögliche. Ja.
Also Dinge, die uns prägen, die uns verändern. Und so kann wachsendes Vertrauen durch die Anwendung von Erfahrungen und von Wahrheit natürlich auch wirklich fester werden. Ich habe das hier schon mal erwähnt, es gibt ja diese beiden Denkrichtungen, nämlich einmal das, was uns sehr prägt, dieses griechisch-römische Denken. Da geht es darum, dass wir vor allen Dingen Wahrheit bekommen und Lehre und Stoff und Wissen und dass wir das erkennen und lernen und verinnerlichen und dadurch die Hoffnung besteht, Veränderung, dass Veränderung passiert. Und dann gibt es das hebräische Denken, was mehr daran interessiert ist, dass die Wahrheit, die natürlich auch wichtig ist, vor allem die Wahrheit über Gott, dass sie durch Umsetzen verändert. Und ich da immer mehr hineinwachse. Darum geht es. Mehr um dieses hebräische Denken. Ja? Dass wir nicht nur Dinge wissen, dass wir nicht nur Dinge lernen, sondern sie auch Schritt für Schritt leben. Jesus hat das mal gesagt in Johannes 8, Vers 32. Da sagt er, wenn ihr euch ganz von meinen Worten prägen lasst, dann seid ihr wirklich meine Schüler. Auf diese Weise werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch echte Freiheit schenken. Also hier geht es einmal darum, sich von Gottes Wort, von Jesus prägen zu lassen. Das heißt ja nicht nur hier auswendig lernen, sondern das heißt, dass mein Leben dadurch gestaltet wird. Und dann sagt er, auf diese Weise werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auf diese Weise, dass ihr das umsetzt, dass ihr das macht, auch wenn ihr das vielleicht noch nicht versteht. Das ist ein wesentlicher Punkt und ich habe hier nochmal das Bild von diesem Kletterer mitgebracht, der in den Wolken hängt an einem dünnen Seil, der bestimmt alles darüber gelesen hat, wie viel das Seil tragen kann und wie stabil das ist und so weiter. Aber sich dann da dran zu hängen, das ist der zweite Schritt. Und nur dann erfahre ich, dass dieses Seil hält. Und so ist es oft mit unserem Vertrauen. Thomas Harry vergleicht das mit, in seinem Buch Voll Vertrauen, was ich sehr empfehlen möchte, vergleicht das dort mit einem Vertrauensmuskel. Oder das Vertrauen wie ein Muskel ist, den wir trainieren müssen. Und so habe ich es eigentlich selbst auch erlebt, weil ich auch von meiner Prägung zu Hause und so weiter nicht so viel Vertrauen erlebt habe oder nicht so viel Beziehungen, wo automatisch diese Geborgenheit, dieses Vertrauen da ist, mir auch zugesprochen wurde. Und für mich ist das immer noch oder war das immer und ist das immer noch ein Kampf, immer wieder zu vertrauen, Gott zu vertrauen. Dann hat man etwas geschafft und man ist froh und man dankt dafür und dann merkt man in der nächsten Situation, man ist wieder herausgefordert. Ja. Und so ist das wie beim Vertrauensmuskel, beim Training. Bekannt ist ja, es geht um Muskelaufbau, das geht nicht schnell, das braucht viele Übungen. Viel schneller sind die Muskeln wieder weg. Das merkt man jetzt, wo die Fitnesscenter zu sind, ja, oder so. Dann braucht man lange, um das wieder in Gang zu kriegen. Ja. Also nicht die Fitnesscenter, sondern die Muskeln. Ja. Es ist ein Prozess. Und das ist genauso mit dem Vertrauen. Darum lass dich darauf ein. Wichtig ist, im Prozess zu bleiben, nicht abzuhauen. Wenn es dicke Luft gibt, wenn es schwierig wird, dran zu bleiben, auszuharren, sagt die Bibel. Nicht das Deutsche geduldig sein, so drunter bleiben, mit gesenktem Kopf und na, wir können ja nicht anders. Ne? Sondern auszuharren ist das Wort im Hebräischen für eine gespannte Schnur. Ja? Da ist Aktivität drin, da ist Spannung drin und darum geht es. Wenn ich Vertrauen lerne, dann ist da Spannung drin, dann warte ich auf Gott und ich rechne damit, dass was passiert, egal was, ich weiß es nicht, aber Gott ist da. Ich will ihm vertrauen, auch wenn ich keine Ahnung habe, was jetzt hier los ist. Darum geht es, Vertrauen zum Vater aufzubauen, dran zu bleiben. Wie dieses Lied sagt, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Was für ein Blödsinn eigentlich, oder? Im Warten soll Kraft liegen? Aber wenn Gott am Ende steht, dann ist es genau so. Es liegt Kraft im Warten auf den Herrn. Was heißt das jetzt? Was kann es für uns bedeuten, für dich persönlich, für uns als Gemeinde? Jemand hat mal gesagt, in der Not kann Vernunft allein nicht trösten.
das betrifft sicherlich auch unsere Zeit. All die verschiedenen Untersuchungen und wissenschaftlichen sowieso, und hast du nicht gesehen, ja, Vernunft ist gut, aber sie allein kann nicht trösten. Was wir brauchen, was Gott sucht, wanted, Vertrauen, was Gott sucht, ist Menschen, die ihm immer mehr vertrauen. Der Himmel würde ein Fest geben, wenn jeder von uns heute Morgen einen neuen Schritt des Vertrauens geht. Unsere Welt, gerade heute, braucht Menschen des Vertrauens, nicht des Zweifelns und des Verbittertseins und der Angst und all dem, was wir heute erleben, sondern Menschen des Vertrauens. Gott wünscht sich unsere Gemeinde als einen Ort, wo wir durch anhaltendes und wachsendes Vertrauen Gott ehren, gerade auch in der jetzigen Situation. Ich möchte euch das am Schluss mit einem kleinen Beispiel deutlich machen. Also ich werde jetzt kein Lied singen, aber ich möchte euch etwas zeigen. Das ist meine beste und einzige Gitarre, die ich schon lange habe, über 30 Jahre, und die finde ich ganz gut klingt. Ja. So kann der Klang deines Lebens, genau, der Klang deines Lebens, der vertrauensvolle Klang deines Lebens sein. So kannst du für andere gut klingen, wenn du im Vertrauen unterwegs bist. Das ist das eigentlich, was normalerweise Gott sich vorstellt für dein Leben, weil du im Himmel angedockt bist und nicht nur in diesseits, weil es dir nicht nur darum geht, mit aller Gewalt und auf jeden Fall gesund zu bleiben und zu überleben, weil es dir nicht darum geht, mit aller Gewalt auf jeden Fall möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst reich zu werden oder was auch immer, sondern weil du im Himmel angedockt bist, im Vertrauen zu Gott lebst, kannst du einen guten Klang in dieser Welt geben. Aber diese Zeit hat eine Gefahr, wie jede Zeit, aber diese besonders, dass wir einfach durch Sorgen diesen guten Klang verlieren. Oder du hast eigentlich andere Ziele. Du willst eben reich und berühmt werden, sag ich jetzt mal. Du willst im Diesseits investieren und hast Gott ein bisschen aus den Augen verloren. Oder das mit dem Sterben und der Ewigkeit, das ist dir noch nicht wirklich so klar. Ich meine, wenn es ernst wird, dann wird es ja auch ernst. Ich meine, dann macht man sich wirklich Gedanken. Ja. Und dann fragt man sich, wie ist das, wenn ich sterbe? Wenn ich vor Gott stehe, wenn ich mein Leben so sehe. Und dann merkt man, dass man wirklich darauf angewiesen ist, dass man sich auf Jesus verlässt. Du kannst dich nur auf Jesus verlassen, wenn du vor Gott stehst. Und auf nichts, was du hier für ihn getan hast. Das war alles aus Dankbarkeit. Aber dann merken wir, ist das wirklich so? Oder ist da die Angst in dir, dass da noch was nicht geklärt ist. Und deswegen hast du Angst vor Krankheit, vor, ja, sei es Corona oder Krebs oder sonst irgendwas. Und du strahlst nicht in diesem Vertrauen. Und wenn du all diese Dinge oder auch nur eins davon in deinem Leben zulässt und immer sich weiter breit machen lässt, dann hat er gar nicht reagiert hier. Immer noch gut, oder? Ja, dann wird es immer schlimmer, je mehr du reinlässt, je mehr du Vertrauen abbaust zu Gott. Das ist kein Klang, den die Welt... Da kannst du vielleicht noch schön zu singen, aber die Leute hauen alle ab, ja. Und das ist nicht das, wozu wir berufen sind, ja. Als Gemeinde nicht und auch als du als Mensch nicht mit Gott. Und das möchte ich dir einfach zusprechen, uns zurufen, dass wir uns nicht von den Sorgen verstimmen lassen oder was auch immer verstimmen lassen, dass wir diese wunderbaren Instrumente bleiben, die Gott uns in uns, zu denen Gott uns gemacht hat. Und dass wir Gott selbst, diesen gewaltigen Musiker der Gnade, auf unserem Leben spielen lassen und so Menschen gewonnen werden. Ich schließe mit einem Wort von Jesus aus Johannes 14, wo er uns das nochmal so direkt sagt. Lasst euren Mut nicht sinken. Setzt euer Vertrauen auf Gott und vertraut auch mir.
Lasst es nicht zu, dass eure Herzen völlig verschreckt oder ihr vor Angst ganz schwach werdet. Ich möchte gerne noch mit uns beten, wir neigen uns dazu. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wesen, dass du verlässlich bist und nicht wankelmütig, dass wir dich nicht mit Opfern zufriedenstellen müssen wie in den Religionen, sondern dass du der Gott der Liebe bist, der sich ganz investiert hat für uns und auf den wir jetzt bauen können, dem wir vertrauen können. Und das wollen wir tun, Herr, ganz neu. Und weil wir uns bewusst sind, dass da noch so manches Manko ist, so mancher Mangel, bitten wir dich, dass du mit uns auf den Weg gehst und wir unser Vertrauen wachsen kann. Ach Herr, und es ist uns so ein Wunsch, dass wir auch als Gemeinde so ein Ort des Vertrauens werden. Dass Menschen hier dich, den vertrauensvollen Gott, erleben können, gerade in diesen Zeiten. Wir beten dich an, dass das möglich ist, weil du mit Sündern unterwegs bist, weil du uns erlöst hast. Amen.